Und das Footballspiel ist unterwegs um 19 Uhr, 0 Minuten und 0 Sekunden. John Clemens nimmt den Ball auf für Frankfurt Galaxy und wird früh zu Fall gebracht. Roscoe Baptist macht ein paar Yards gut. Derselbe Spielzug nahezu über Evan Harrington. Dritter Versuch und noch 3 Yards zu überwinden. Da hat sich jemand zu früh bewegt, bevor der Ball im Spiel war. Vor dem Spielzug Fehlstart. Frankfurt Nummer 69, 5 Meter Strafe, dritter Versuch. Da war Joachim Bachmann ein bisschen übereifrig. Emmanuel Lewis auf Laurinho Walsh, aber nichts Komplettes ist dabei rumgekommen. Vierter Versuch. Das Punt-Team kommt aufs Feld. Das heißt, die Aufgabe lautet, den Ball so weit wie möglich in das Feld des Gegners aus Wiesbaden zu kicken. Und dort wird jemand bereitstehen, den Ball entweder aufzunehmen oder austrudeln zu lassen, je nach Position. In diesem Falle ist es Andre Washington für die Wiesbadener. Johannes Ries sichert den Ball für die Galaxy und damit die Wiesbadener. Quarterback Art Rubio ist kaum zu Boden zu bringen, aber nach 5 Yards war er dann doch gestoppt. Aber es ist eine Flagge auf dem Feld. Gelbe Flaggen heißen, Schiedsrichter haben Einwände und werden uns gleich erzählen, worum es geht. Bitte schön. Griff ins Gesichtsgitter, Nummer 9, Frankfurt. 15 Meter Strafe, automatisch erster Versuch. Brandon Collier hat das gemacht, was er nicht machen darf, ins Gesichtsgitter des Helms gegriffen. Und es gibt grundsätzlich nur Spielstrafen fürs ganze Team. Die Galaxy muss 15 Yards zurück. Ballübergabe auf Randall Payne. Der wird früh gestoppt. Randall Payne kurz vor dem neuen ersten Versuch. Da wird er zu Boden gebracht. Dritter Versuch und kurz. Art Rubio, der Quarterback, geht selbst und sorgt selbst für einen neuen ersten Versuch für die Neulinge unter Ihnen. Es geht darum, innerhalb von 4 Versuchen 10 Yards Boden gut zu machen. Wenn man das geschafft hat, gibt es neue 4 Versuche.
Und Rubio hat versucht, auf Robin Gemrich zu passen, aber es ist eine Flagge auf dem Feld. Da hat sich jemand auf Seiten der Wiesbadener wohl zu früh bewegt. Wir hören, was der Schiedsrichter sagt. Unberechtigt Downfield, Wiesbaden. 5 Meter Strafe, Wiederholung des Versuchs. Da ist ein Linienspieler beim Passversuch über die Linie gelaufen. Und deswegen müssen die Wiesbadener zurück. Fast hätte Alex Milosevski intercepted, das heißt den angreifenden Team den Ball abgenommen und damit das eigene angreifende Team ins Spiel gebracht, aber eben nur fast. Art Rubio geht selbst, aber schafft es noch nicht mal 10 Yards gut zu machen, also auf 0 zu kommen. Dritter Versuch und 12 Yards, schätze ich mal. Ein vollständiger Pass auf David Merkel von Art Rubio. Gut gemacht. Anerkennung. Neuer erster Versuch für die Wiesbaden Phantoms. First and goal für die Wiesbaden Phantoms. Erster Versuch, den Ball in die Endzone zu bringen. Art Rubio läuft und läuft, aber er läuft nicht weit genug. Benjamin Barnes hat ihn getackelt. Eine Flagge auf dem Feld. Griff ins Gesichtsgitter, Nummer 55 Wiesbaden, 15 Meter Strafe, erster Versuch. Robin Baumstark war das. Das haben wir schon mal gehört heute Abend, der Griff in die Gesichtsmaske. Und das geht überhaupt nicht, deswegen wird es mit der höchstmöglichen Strafe geahndet. 15 Meter Raumverlust und sie waren schon so nah an der Endzone der Galaxy. Läuft und läuft und läuft. Art Rubio. 4 Yards gut gemacht.
Swing Pass auf Randall Payne, aber der kommt nicht weit, denn John Clemens ist da. Der Pass war gedacht für Jan Ramp, aber incomplete. Tobias Kreuzer schafft es, den Ball durch die Torstangen zu schießen, oberhalb der Querstange, und erzielt damit ein sogenanntes Feldtor, ein Field Goal. Damit gehen die Wiesbaden Phantoms at Frankfurt Galaxy mit 3:0 in Führung. Tobias Kreuzer steht bereit, für die Wiesbaden Phantoms den Kick auszuführen. So weit wie möglich in Galaxy-Territorium. Und das war weit. John Clemens trägt den Ball zurück. Und trägt und trägt und trägt. Und hört auf zu tragen an der eigenen 37-Yard-Linie. Patrick Schulz durch die Mitte, 3-4 Yards gut gemacht. Der vollständige Pass auf André Feuerherd. First down, Frankfurt Galaxy. Quarterback Sack von Oliver Gebhardt für die Wiesbadener. Touchdown für die Galaxy und der Extrapunkt. Thomas Zampach, Fußballgott. Er macht ihn aber wenigstens noch sicher, nachdem es daneben gegangen ist. Es bleibt beim 6:3 für Frankfurt Galaxy.
Minuten und 56 Sekunden. Uhr stellen bitte auf 3, 5, 6. Dankeschön. Und wieder der Kick nach dem Touchdown. René Möll weit. Adrian Kiernan trägt ihn zurück. Und geht an der 22-Yard-Linie zu Boden. Randall Payne wird früh gestoppt von der Galaxy-Verteidigung. Rubio, der Quarterback, geht selbst, macht 2, 3 Yards gut, aber wir haben eine aufmerksame Defense. Auszeit Wiesbaden. Dritter Versuch für die Wiesbaden Phantoms. Das Punt-Team der Galaxy, Entschuldigung, der Wiesbadener, John Clemens trägt den Kick von Art Rubio zurück, aber es ist eine Flagge auf dem... Illegaler Block in den Rücken, Nummer 25, Frankfurt, 10 Meter Strafe, erster Versuch. Emmanuel Lewis stark unter Druck, unser Quarterback, wird den Ball noch los Richtung David Giron Jansa, aber incomplete. Auszeit Wiesbaden, die zweite Teamauszeit. Kiss Cam. Kiss. Sind wir gleich wieder unterwegs mit unserer Kisscam. Die Leute sehen sich jetzt schon auf der Stadionleinwand und wen wird es diesmal treffen? Da haben wir zwei
ein Küsschen fürs Stadion. Dankeschön. Und das macht mich. Emmanuel Lewis weicht dem Druck aus, läuft selbst und der Spielzug produziert eine Schiedsrichterflagge auf dem Feld. Persönliches Foul, Nummer 53 Wiesbaden. Es liegen zwei Fouls, die unabhängig voneinander bewertet werden. Persönliches Foul, Nummer 53 Wiesbaden, 15 Meter Strafe, dadurch erster Versuch. Und nach dem Spielzug, unsportliches Verhalten Nummer 16 Frankfurt, ebenfalls 15 Meter Strafe, gespielt den ersten Versuch. Die Strafen heben sich also auf. Der erste Versuch wird an der ganz normalen Stelle gespielt. Quarterback geht selbst. Und Roscoe Baptist zum neuen ersten Versuch auf der 49-Yard-Linie. Roscoe Baptist wird früh gestoppt. Roscoe Baptist früh gestoppt. Es reicht nicht für einen neuen ersten Versuch. Es ist der vierte Versuch. Was macht die Galaxy da aus? Auszeit Frankfurt. Thank you, the Frankfurt Galaxy Dance Cheerleaders. Evan Harrington geht und geht und geht, aber da ist schon lange eine Flagge auf dem Feld. First down Frankfurt Galaxy! Extra Punkt, Thomas Zampach.
Extrapunkt ist gut. René Möll mit dem Kickoff. Adrian Kirner nimmt den Ball in der eigenen Endzone auf, geht auf die Knie und entscheidet sich damit für einen Touchback, weil er hat sich nicht zugetraut, noch so weit zurückzulaufen, dass er besser positioniert wäre als der Touchback. Großartiger Pass auf David Merkel. Neuer erster Versuch für die Wiesbadener Gäste. Das war hart, aber fair. Eine Flagge auf dem Feld, was sagen die Schiedsrichter? Defense Offside, Wiesbaden, Frankfurt, 5 Meter Strafe, erster Versuch. Die Galaxy Defense war zu früh. Randall Payne wühlt und wühlt und wühlt, aber er kommt nicht weit. Rubio kann den verlorenen Ball noch sichern für die Wiesbadener Gäste. Ein klasse Lauf von Quarterback Art Rubio für die Wiesbadener. Randall Payne trägt den Ball und er trägt ihn vor. Neuer Quarterback bei den Wiesbadenern, Jannis Fiedler auf dem Feld. Jannis Fiedler versucht selbst, aber keine Chance gegen Martin Latka. Here comes Mr. Bombastic. Randall Payne, der hat schon viel geleistet und macht schon wieder ein paar Yards gut.
Vierter Versuch für die Wiesbaden Phantoms. Was machen sie draus? Es kommt der Kicker, ein Feldtorversuch soll das werden. Oh, warten wir mal ab, was da jetzt passiert. Sie spielen es aus. Randall Payne wird gestoppt und hat's gereicht oder nicht, von hier aus schwer zu entscheiden. Wir glauben aber nein. Und das würde heißen Turnover on Downs. Ballbesitzwechsel nach 4 Versuchen und keinen überwundenen 10 Yards. Würde es heißen. Und es sieht so aus, als werden die Schiedsrichter uns das jetzt mitteilen. Bitte die Spielzeituhr auf 5:51. 5:51. Vielen Dank. Dankeschön. Das war das Zeitzeichen. Beim letzten Ton des Zeitzeichens waren noch 5 Minuten 51 Sekunden zu spielen. Auswechselfehler, Wiesbaden, 5 Meter Strafe, erster Versuch. Da war ein Spieler zu viel auf dem Feld bei den Wiesbadenern. Und die Schiedsrichter haben es gemerkt, unbestechlich. Patrick Schulz macht bodengut für die Galaxy. Come on, everybody. Fehlstart, Frankfurt. 5 Meter Strafe, zweiter Versuch. Wieder Patrick Schulz und wieder früh gestoppt. Todd Harrelson mit dem neuen ersten Versuch. Laurinho, aber eine Flagge auf dem Feld. Halten, Nummer 63 Frankfurt, 10 Meter Strafe, erster Versuch. Patrick Forte war das. Die Galaxy im Rückwärtsgang. Und nochmal, Laurinho Walsch.
Patrick Schulz läuft. Macht ein paar Yards gut. Wichtiger Hinweis für den Fahrer des weißen BMW mit dem Kennzeichen Offenbach MO08 auf Parkplatz 4. Das Licht ist angeblieben an Ihrem Auto. Wenn Sie noch heimfahren wollen, sollten Sie mal nach dem Auto schauen. Ja, das war doch jetzt mal ein Brett. Den Ball da gefingert und gefingert und noch losgeworden auf Todd Harrelson. Emmanuel Lewis, Respekt. Ich war der Receiver. Halber Meter. Weiter geht's. Interception. Wiesbaden Phantoms. Michael Landes heißt der Mann, der den Ball abgefangen hat, der eigentlich für einen langen Pass gedacht war. Und schon sind die Wiesbadener im Angriff. Art Rubios Pitch auf Randall Payne, aber der verläuft sich. Das war dann vielleicht doch ein bisschen viel Zeit, die sich Art Rubio dort genommen hat. Marc-Philipp Graef hat ihn zu Boden gebracht. Das nennt man Quarterback Sack. Passversuch auf David Merkel. Sie haben nichts daraus machen können, dass Sie den Ball der Galaxy abgenommen haben. Der vierte Versuch und das Punt-Team, die Spezialisten, kommen aufs Feld, den Ball so weit wie möglich in die Gegend der Galaxy zu schießen. Sean Clemens! Go, Redford Galaxy.
Neuer Spielstand 19:3 für Frankfurt Galaxy. Und das sieht überlegener aus, als es eigentlich ist. René Möll mit dem Extrapunktversuch. Neuer Spielstand 20:3. Adrian Kirner kniet wieder nieder und damit gibt es den sogenannten Touchback von der eigenen 25-Jahr-Linie. If you be my girl. Ihr seid so großartig. Mittlerweile hat Art Rubio einen kleinen Lauf hingelegt. Wow! Gänsehaut. Tja, da war zwar eine Flagge auf dem Feld, aber das ist ein Free Play. Der Ball hat trotzdem noch Matthias Pessler erreicht und jetzt werden wir gleich erfahren, wozu es gut war. Die Schiedsrichter. Defense Offside Frankfurt, diese Strafe wird abgelehnt. Griff ins Gesichtsgitter, Nummer 9 Frankfurt, diese Strafe wird abgetragen, 15 Meter Strafe, erster Versuch. Brandon Collier hat mal wieder in die Gesichtsmaske gegriffen. Quarterback Janis Fiedler hat an Randall Payne übergeben. Die Uhr läuft runter. Noch 7 Sekunden in dieser Hälfte. Hat den Ball auf den Boden geworfen, um die Uhr anzuhalten, damit es noch einen sinnvollen Spielzug geben kann. Wo war die Uhr? Die offizielle Spieluhr ist bei den Schiedsrichtern. Wir können für die Anzeige immer nur ein bisschen hinterherhinken. Während des Spielzugs ist die Zeit ausgelaufen. Halbzeit. Halbzeit in Frankfurt im Volksbankstadion. Frankfurt Galaxy 20. Wiesbaden Phantoms 3.